wo dann die Magazine einfach getroppt wurden und die alle waren da am Schießen. Damm? Hm. Wo wartest du? Ja, ja, klar. Was ist los? Ist er jetzt gestorben oder was? War ich zu langsam? Object Withdraw. Sind da jetzt gestorben oder was? Sag mal jetzt ja nicht, ich bin ja umsonst hergeflogen. Oh, Alter. War ich zu langsam, siehst du das? War da schon tot. Wieder tot. Umsonst an den Arsch der Welt geflogen. Na, ja, mal gucken. Gucken wir uns wenigstens noch an, was es hier gibt. Vielleicht gibt es ja noch die anderen zwei Schiffe, da können wir die vielleicht noch wegfighten. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas anderes Schönes auf dem Planeten dann. Von hier drüben bis hier hingeflogen jetzt. Völlig vor den Arsch. 29 Millionen Kilometer. Hm. Völlig vor den Arsch. Daimar. Was gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwas auf dem Planeten? Das ist ja blind hier. Nichts aussteigen. Zack, bin ich ausgestiegen. Guck. Dieser Idiot. Jut. Guck mal, ist einfach ausgestiegen. Aus dem Raumschiff. Siehst du das hier oben? Da oben fliegt's. Ich wollte nur einen Motor ausmachen. Jetzt klatsche ich ja gleich auf den Planeten. Eich? Das wird eine Weile dauern, oder? Ja, ich würde lieber wahrscheinlich gleich in der Atmosphäre. Ach nee. Nur so ein Kram, ey. Ständig ist hier irgendwas. Ey, mal bist du zu schnell, da fliegst du gegen die Raumstation, da explodiert dein Raumschiff. Dann ist das Raumschiff nicht da. Jetzt bist du hier an, fliegst umsonst an den Arsch der Welt. Und auf einmal springt er aus diesem Raumschiff raus. Das ist der jetzt ein zweiten Mann, der an dem Raumschiff sitzt, ne? Und natürlich habe ich hier alles dran. Alles mit. Und direkt gleich alles verloren. Da weißt du ja auch nicht, wie lange das dauert, bis der ja. Nee, also ich werde mir das jetzt auch dann noch weiter angucken. Nee, nee, das macht doch keinen Sinn. Raus hier. 4000, vor allen Dingen entfernt er sich in der Geschwindigkeit, ne? Endest du das jetzt oder guckst du das an? Ist ruhig an. Ich? Wie lange es dauert. Ich glaube, der wird hier im Raum einfach bleiben. Ich glaube nicht, dass die Art Anziehung den hier reinholt. Ich war viel zu weit weg vom Planeten. Ich meine, kleine Objekte werden ja angezogen und dann irgendwann verglüht im Normalfall. Aber das kann ja 100 Jahre dauern. In dem Orbit hier. Und ich habe ja hier auch nichts mit Düsen oder sowas an dem Anzug dran. Ach, Alter, kann dann einfach sagen, wollen Sie wirklich aus dem Raumschiff aussteigen? Nee, der öffnet einfach das Ding und steigt aus, ne?
Was für ein Honk. Naja gut, das sind halt so Dinge, die sind halt im Spiel noch nicht etabliert, ne? So. Ja, vielleicht trägt die Aktion dazu bei, dass das man sieht und gefixt wird, sowas. Ja, irgendwann mal. Das ist bestimmt schon den einen oder anderen passiert, ja. Ja, sicher nicht. Aber ich glaube nicht, dass das auf der Prioritätsliste steht. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich hier einen Rettungsbeacon anmachen? Ich kann ja nicht mal mehr kommunizieren. Komm ich ins Inventar? Ja, ins Inventar komme ich noch. Ja, okay, also ich bin weg noch. Ja. Mach es gut. Gute Nacht. Bis morgen. Gute Nacht, wir hören uns, ne? Guter Stream, fast wie mein Spielniveau. Ja, so ähnlich. Mach's gut. Tschüssi. User disconnected from your channel. So, fange ich jetzt an zu verglühen hier? Das sieht so aus, ha? Hier kommen so kleine Dinger. Kommunikation geht nicht. Die Außenansicht kann ich mir angucken. Ja, das Spiel hat noch eine ganze Menge Potenzial, dieser Nerv. Allein im All. Direkt ein Bildschirmfoto kann man ja machen. Ach, ist das im Spiel auch? Der ist auch irgendwo mein Schiff da oben, 40 Kilometer entfernt. Jetzt brauche ich jemanden, der mich hier abholt. Der einfach mal an mich ranfliegt. Und mich einsammelt. Kannst du nicht mal die Kommunikation anmachen hier im Weltall? Und dir helfen lassen. Bist du völlig auf dich alleine gestellt. Kann ich mich hier töten? Alt GR und Return. Festhalten. Press right bracket. Ist auch sowas, ne? Ich kann meine Kommunikation ja anschalten, aber andere Kommunikation kommt rein, um hier Missionen anzunehmen. So, dann gucke ich wohl nochmal, wie hier nochmal so eine Selbstzerstörung funktioniert. Ging das noch 2019? Was haben wir denn hier noch? Neun.
geht nicht. F10 geht auch nicht. F11, F12. So, Action kann man verschiedene Bewegungen, Emotes starten. Ich glaube, mit Helfer so kann man eine Liste der Bewegungen anzeigen lassen. Laserpistole ziehen, geht nicht. 2 ziehen. J-Waffe wieder wegstecken. R nachladen. H. Taschenlampe. Da jetzt. So, na, da probier ich mal Folgendes. Exit to the menu, ja. Und dann schauen wir mal, ob ich wieder im Krankenhaus aufwache. Oder ob der mich ja mitten im Space aufwachen lässt.
Ja, was denn jetzt schon los? Lädt er das jetzt oder? Scheinbar hat das Spiel hier irgendein anderes Problem. So. Ja, schwarzer Bildschirm, wie man sieht. Starten wir das Spiel halt nochmal. Mal gucken, was er dazu sagt. Da ist es zumindest schon mal wieder. Neuer Versuch. Naja, zumindest habe ich schon mal noch mal alles wieder. Ich bin nicht im Krankenhaus gelandet, sondern in meiner eigenen Station. Hier, wo meine Kumpels leben.
mal noch gucken wollte. Boah, die Frames anzeigen. R-Unterstrich. Display Info 1. So, da gibt es ja so ein Display Info hier oben. Frames. 28, okay. Nochmal so zur Info. Ich habe eine RTX 4070 Ti, mit der das Spiel ja gerade läuft. Und ein i9 der 10er Generation. Maria Krankenhaus. Falsch gelaufen. Komisch gelaufen. Naja, egal. Jetzt verpasst oder was? Now arriving from TISA Spaceport. Stand by and let passengers disembark before boarding. Trespassing or attempting to trespass on train tracks is a serious and dangerous offense. Next stop, TISA Spaceport. Warum zeigt's mir denn so ein Mist hier an, echt? Was ist das hier? Warum sind die rot? Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Person security reserves the right to search travelers at any time. Next stop, Metro Center. Zu lange rumgemerrt. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, warum. Now arriving, Metro Center.
Please watch your step when disembarking the train. Okay. Trespassing or attempting to trespass on train tracks is a serious and dangerous offense. Ist denn Next stop, TISA Spaceport. Okay. Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Be considerate to your fellow travelers. Do not block doors. Welcome to the AESOP Vehicle Retrieval System. May be delivered to your current location in the estimated time. File a claim. Yeah, okay. Your insurance claim has been sent. Ja, ist zum Spiel erwarten, das Spiel. Claim Vehicle Insurance. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the AESOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Scheinbar gibt es ganz schöne Probleme mit dem Server heute, ja.
A ship full of quant, but no ASOP terminals. Nice, thanks. What the fuck is wrong with the server? My guy keeps mooning out of the nowhere. Vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Okay, jetzt ist der hergekommen. Vehicle selected. Stand by. Please visit us again. Goodbye. Welcome to the ASOP vehicle retrieval system. Vehicle selected. Stand by. Your vehicle has been delivered to the following location. Denver Hour. Please visit us again. Okay. Okay, man kann sich ja reinsetzen in diese Kisten. Und was kann man ja machen? Ja, stand ein Preis da, oder? 1.193.000. Okay. Buy now, fly today. Okay. Ja, 574.000. Backbau
Lagerschiff. Alles die Flieger oder gibt es ja noch Automaten? Erzial Ora LX. Okay, habe ich verstanden. We have a whole bunch of new inventory to check out. Real nice stuff. Das ist die einzigen Schiffe, die es hier gibt. Die Prospector. Da wird das ganze Erz reingeballert. Vielleicht gleich mit dem nächsten Mal so ein Ding. Wenn Schwesmer Bergbau betreibt. Was haben wir da drüben noch?
5.658.000. Eine Phoenix. Wenn die Online war, eine Phoenix, ein Belagerungsschiff. Alter Scheiß, wie groß ist denn das hier? Verrückt. Wenn der Pilot sieht. Okay. Was ist denn das hier? Sind die hier zu dritt? Zu Piloten? Was ist das? And a lower turret. Okay. And a upper turret. Yacht. Mit einer Bar. Schiff im Schiff. Finde ich gut. Naja, schön, haben wir uns mal die Phoenix angeguckt hier. Ein schönes Gerät. Fetzt mir. Constellation Phoenix. Was ist das hier? Die Mustang. 404.000.
habe keine 400 für 1000. Freunde. What the hell sind das schon wieder? 12 Millionen. 12 Millionen, was ist das für ein Schiff? Aegis Hammerhead. Das greift doch niemand an, das Teil. Alter Verwalter. Gibt's das schon zu kaufen oder was? Cargo B. Die wollen ihn doch verarschen, oder? Liter. Es ist immer schwierig, das einzuschätzen, was 40.000 Liter sind, aber scheint schon ein bisschen was zu sein. Okay, warum baut man sowas in der Architektur? Damit die Luft durchziehen kann? Also falls ihr noch Bock auf Feuer hat, dreht schon mal rum hier. Ab nach vorne. Okay.
Y-Turret. Okay, da bin ich hergekommen. Dass ich meinen Kopf nicht einschlag. Noch ein Turret. Was ist das hier? Medica, okay. Was ist das? Ein der Turret. Uiuiui. Wie viele Turrets haben denn die hier? Okay, das Teil macht auf jeden Fall Bambula, aber kostet halt eben auch 12 Millionen das Schiff, ne? Nee, da kann man sich auch überhaupt nicht verlaufen auf dem Gerät. Cargo Bay, okay. Das Schiff läuft. Engineer Station. Was ist denn die Engineer Station? Okay. Engineer Skills oder was? Okay, ein Fahrstuhl nach unten. Ist das ja die Brücke vom Captain oder was? Antriebe. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie man das Ding fliegt. Ja, es fliegt. Bye, 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 ist ja alles. Okay, die Archimedes. Die Hammerhead.
Ach so, das ist die hier unten drin, das ist die Archimedes. Guck auf P72. Alles klar. Die hängen die hier noch unten dran. Ja, schönes Schiff für jemanden alleine hier. 5,6 Millionen und das hier für einen ganzen Clan 12,45 Millionen. Mein lieber Scholli. Vor allem, was das an Turrets hat, ne? Dort. Eine Stunde lang Schiffe angeguckt. Naja, nicht ganz, aber. Überrascht, was hier alles Schönes gibt. Was war das? Okay. Im Fährhafen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Genau, visit us again. Achso, ich will ja gar niemanden mehr visiten. Ich hoffe mal, dass mein Krempel irgendwann mal wieder da ist. So, gucken wir mal, was wir hier mieten können eigentlich. Transporter Kurier. Leichte Fracht. Ein Tag. Aegis Vanguard Heavy Fighter. Schnippeler 3 Tage. 254.000. Racing Ship. Der Interceptor. Starter. Complete. Gunship. Medium Frachter Gunship. Erkundung. Crown Transporter.
Schnippele, ja. Mustang Alpha. Für einen Tag. Track and Fly, Competition Racing. Okay. Achso, der hatte ja alle angezeigt vorher. Gut. Da kannst du die Schiffe leihen und da kannst du näher anzeigen, was die haben, ne? Da musst du erst in der Datenbank gucken. Ich kann sie gar nicht. Nun gut, eine Stunde und vier. Das sollte es für heute mal gewesen sein. Ich werde mal hier wahrscheinlich auslocken. Und dann werde ich mal hoffen. Dass vielleicht morgen mein Schiff da ist. Ich nicht so viel spielen, aber ja. Please visit us again. Goodbye. Ich muss noch mal gucken, dann wie ich das Auslocken hier gestalte. Trinken, Cameo Light, SAT Attachment, Canister used to connection with the Pyro Rod Multitool. Okay, Apfel trinken. Traktor Beam. Thank you.
haben wir mit, falls wir es brauchen. Kann mir leid. Ich weiß nicht, was das ist. Kanister used in conjunction with the pure Olitur. Ein Cameo-Leiter sortiert sich mit dem Store, Segment oder Composite. Reclaim it from scrap contents can be sold or used to make repairs. Okay. Na da. Was das wohl für heute? Habe ich noch nicht so ganz verstanden, ja. Nun gut. Ich mache den Stream aus jetzt, Freunde. Gute Nacht. Viel Spaß beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.